50.000 Euro Strafe, wenn ich eine solche Split-Klimaanlage einbaue und mich erwischen lasse. Tja, stolzer Preis würde ich sagen. Aber im Moment sind Split-Klimaanlagen halt sehr beliebt. Bei mir ist es fürs mobile Tiny House, also quasi mein neues Zuhause. Bei anderen, die setzen es zusätzlich zu einer Gasheizung ein, zum Beispiel wenn man eine Photovoltaik drauf hat. Und auch sonst können die ganz praktisch sein. Und ein ganzes Haus heizen, also auch das geht, wie ein Andreas Schmitz damals gezeigt hat, war ein tolles Video, hat mich dann auch inspiriert und fürs Tiny House hätte ich das sowieso gemacht. Was mir aber nicht klar war, dass dieses ein so teures Bußgeld nach sich ziehen kann, das ist absurd, ja, aber es ist nun mal so. Also nur mal zum Vergleich, ich bin Elektriker, ich habe auch gedacht, ich darf das anschließen, weil das ein elektrisches Gerät ist. Nein. Aber wenn ich als Elektriker einen Murks baue und jemand kriegt einen Schlag und der FI kommt nicht, ja, der ist dann tot und dafür gibt es kein Bußgeld. Aber hier schon. Wie sich das erklärt, das zeige ich euch jetzt, aber auch, wie ich das Ganze löse. Und dieses Teil kostet etwa 800 Euro. Das ist schon vorgefüllt mit Kühlmittel und hier die Teile sind gebördelt. Also da sind schon die Schnellverschlüsse dran. Und zusammen wird diese Anlage dann etwa 1.000 Euro kosten und ich tappe nicht in diese Bußgeldfalle. So, also, und dass das Ganze nicht von der Hand zu weisen ist, zeigt ein Fall aus meiner anderen Branche. Ich bin ja hauptberuflich Wanderblogger und da hat es einen erwischt, der ist quasi von Amts wegen angeschrieben worden und abgemahnt mit einem Bußgeld von 10.000 Euro, die er bezahlen muss, weil er halt verschiedene Verstöße da gemacht hat. Und ihr könnt also davon ausgehen, wenn ihr ein fleißiges Amt habt oder einen neugierigen, neidischen Nachbarn, das kann ganz schnell gehen. Ne? Also ist schon nicht ohne. Aber warum, wie läuft das Ganze hier? Also dahinter steckt, dass hier ein Kühlmittel namens R32 drin ist und das kann zu FCKW-Ausstoß führen, wenn das nicht ordentlich gemacht ist. So, deswegen... Auch ein normaler SHKler, also Sanitär, Heizung, Klima, darf dieses nicht einbauen, sondern er braucht einen Zusatzschein für das Kältemittel und für diese Split-Klimaanlagen, dass der das darf. So, wenn ihr also einen solchen beauftragt, geht es alles seinen ordentlichen Gang und ihr bezahlt halt kein Bußgeld. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen massiven Handwerkermangel und da ist es gar nicht so einfach, jemanden zu finden. Vor allem, wenn du eine günstige Anlage hier bei Amazon für 800 Euro kaufst und dann sagst, lieber Handwerker, würdest du vielleicht dann doch mal bitte? Ja, die freuen sich da wahnsinnig. Wobei ich sagen muss, ich habe gute Erfahrungen hier in Kitzing gemacht. Na, kommen wir gleich dazu. Also habe ich mir überlegt, ja, was kannst du machen? Der erste Schritt war natürlich, hey, eigentlich, naja, wenn es in Deutschland ja verboten ist, wegen diesem R32, weil man verstößt damit gegen das sogenannte Chemie-Klimaschutzgesetz 5. Und da sieht halt das Bußgeld vor, 50.000 Euro. Da habe ich mir dann so gedacht, naja, dann nehme ich halt mein Tiny House, fahre auf die A7 runter und baue das Ding in Österreich, dokumentiere das dort und fahre wieder zurück. Jetzt ist das aber eine EU-Vorgabe. Das heißt, das gilt auch, wenn auch nicht mit gleichen Namen, auch in den anderen europäischen Ländern. Also so einfach ist es dann leider doch nicht. Man braucht also tatsächlich einen entsprechenden Spezialisten, einen Monteur. Jetzt habe ich in Kitzing angefragt und habe gesagt, Leute, ich würde die soweit selber einbauen, soweit ich das also darf. Das heißt, ich kann dieses Gerät aufbauen, das Außengerät kann ich auch aufbauen, das steht noch da hinten. Ich als Elektriker darf auch die elektrischen Verbindungen machen und ich kann auch diese Teile schon mal reinlegen, nur halt nicht quasi die Schnellverbinder nutzen und der entsprechende Monteur würde dann kommen, der macht dann die restlichen Sachen, also der verbindet die Schnellverbinder, der macht diese sogenannte Evakuierung, wo die Leitungen nochmal da entleert werden, der schaut, dass das Ganze dicht ist und dann dreht er auch das Ganze auf, sodass das Kühlmittel reinfließen kann und dann ist das in Ordnung. Und diese ganzen Vorarbeiten kann man schon machen und die dauern deutlich länger als das andere. Also habe ich mir gedacht, ich frage mal rum. Ich habe in Kitzing drei Firmen quasi angerufen und habe das mal ausprobiert. Eine Firma hat gesagt, sie bauen nur die eigenen Geräte ein, ist ja auch in Ordnung. Ne? Die zweite Firma hat gesagt, ja, mach mal, kostet bei Fremdanlagen 90 Euro die Stunde. Also gehe ich mal davon aus, dass ihre eigenen etwas günstiger sind, aber
bei dem ist es jetzt nicht, es ist halt keine Riesensumme, was dann zusammenkommt, denn die nächste Firma hat auch gesagt, ja, würden sie machen. Und die wären sogar noch mal schneller gewesen. Die haben gesagt, würden nächste Woche kommen. Die andere hat gesagt, kann halt 2 bis 4 Wochen dauern. Aber es ist beides in Ordnung. Also in der heutigen Zeit, innerhalb von 2 bis 4 Wochen, da einen Monteur dafür zu bekommen, top, kann man nicht meckern. Aber die andere hat halt gemeint, ja, das dauert dann 1/2 Stunde, man ist durch. So, nehme ich jetzt die 90 von der einen Firma, die 1/2 Stunde von der anderen, wären wir also bei 50 Euro. Gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es 50 Euro kostet, wahrscheinlich eher 150 bis 200 Euro. Aber ich hätte für 1.000 Euro eine komplette Anlage, die mich quasi komplett mit Wärme versorgt und nicht so teuer ist wie das hier. Ich habe hier 55.000 hingelegt. Ja? Also da sind diese 1.000 Euro doch deutlich günstiger für mein Tiny und habe trotzdem den gleichen Effekt. Also von daher, die haben sich dann wirklich gelohnt. So. Der andere fand das dann auch ganz cool mit dem Tiny House, auch das Bauamt übrigens. Also die sind momentan alle ganz gespannt, wie diese mobilen Tiny Häuser da funktionieren. Mal gucken. Ich glaube, wenn wir die Tiny Häuser dann aufgebaut haben, das Erste, was ich mache, ich baue eine Terrasse vorne dran mit 3 Plätzen für Kaffee und Kuchen zum Anschauen. Irgendwie ganz cool. Naja, aber ihr seht, diese Lösung für, ich sage mal, 150, 200 Euro ist eigentlich ganz praktikabel. Und der Vorteil ist, die Klimafirmen, die haben momentan echt kaum Kapazitäten. Aber wenn die mal für eine Stunde irgendwo hin müssen, weil der Monteur vielleicht noch früher nach Hause gekommen ist, kann der das noch schnell mit erledigen und die können das halt viel schneller irgendwo mal reinschieben als irgendwas anderes. Zumindest wenn du in der Nähe von denen wohnst. Das ist ja auch dann so, ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Markbreit von Kitzingen jemand kommen lasse und der muss erstmal 25 Kilometer hin, 25 Kilometer zurück, dann kostet das ja auch nochmal Geld. Ja, so bin ich dort gleich in Kitzingen, alles beisammen. Dann brauchen die fast keine Anfahrt zu nehmen, weil es nur 2 oder 3 Kilometerchen sind. Also von daher, macht es so, dass ihr euch entweder A nicht erwischen lasst oder noch besser, schaut einfach, dass ihr einen entsprechenden Monteur bekommt, der das machen darf. Gibt ja auch mal Hämmer oder so, wo man mal gucken könnte. Wie gesagt, ich habe gute Erfahrungen mit den Klimaleuten gemacht. Probiert es einfach aus und ja, spart euch viel, viel Geld. Ne? Deswegen, viel Spaß beim Bauen.